Die erste Nacht in meinem Baumhaus ist vorüber und das typische südafrikanische Frühstück unter freiem Himmel eingenommen. Für heute steht die erste Safari auf dem Programm. Das Besondere daran wird sein, dass sie in einem Privatreservat stattfinden wird, abgeschirmt von jeglichen menschlichen Gefahren für die Tiere. Bis es am Nachmittag soweit sein wird, lasse ich die Stunden gemütlich passieren. Aufgrund eines ganztägigen Stromausfalls sind mir und meinen elektrischen Geräten ohnehin die Hände gebunden. Ist schon irgendwie ein einmaliger Ort hier, muss ich feststellen. Definitiv. Die Laute vom Busch und so inmitten von der afrikanischen Natur hat schon was. Ja, es sind noch ein paar Stunden hin bis zu meiner Safari-Tour am Nachmittag. Das Doofe ist, wir haben gerade Stromausfall. Hier passiert also gerade nicht wirklich viel. Mein Netbook hat auch nur noch so 50% Akku, das heißt, ich muss den auch gleich ausschalten, um ein bisschen Strom zu sparen. Und das kann ja auch mehrere Stunden dauern, bis er wiederkommt. Aber irgendwie komme ich mir gerade so beobachtet vor, ich weiß auch nicht. Da oben sitzt wieder einer. Naja, in Bezug auf die Tierwelt ist das hier auch schon ein Erlebnis. Aber irgendwie, irgendwelche Laute dringen da schon wieder an mein Ohr. Streitet da gerade jemand durchs Unterholz oder was? Wohl auch deshalb hat man die Häuser dieser Lodge auf Stelzen gebaut. So kann die Tierwelt die Behausung ohne Probleme unterqueren. Die Tierwelt ist es nun auch, die ich in den folgenden Stunden sehen will. Ich mache meine Ausrüstung startklar für die Abfahrt zur ersten Safari. Der Lodge-Bedienstete fährt meine heißgeliebte Rumpelstrecke in deutlich höherem Tempo, als ich es tat. Den Weg wird er wohl fast jeden Tag fahren, um den Gästen diesen Programmpunkt zu ermöglichen. Wir werden von einem jungen Ranger in Empfang genommen, dessen englischer Slang im Folgenden nur schwerlich verständlich ist. Immerhin, wir können auf den offen gestalteten Jeep aufsatteln und begeben uns auf Safari. Waterbuck. So you guys see that round circle on the bum? On the feet. So there's a male and there's females on our left. You guys see the white markers on the females? Now that is for mating purposes in the dark. Die ersten Wasserböcke stehen auf der Liste der gesichteten Tiere. Und ich lerne so langsam, wie eine Safari abläuft. Mal fährt man minutenlang umher, ohne eine nennenswerte Sichtung zu haben. Andernorts gleich wieder ein paar Tiere auf einem Fleck. An manchen Ecken gibt es sogar regelrechte Hotspots verschiedener Tierarten, die zusammen umherziehen. Das gelingt, weil sie sich nicht das Futter streitig machen. So the baby zebra, the calf, the legs are the same as their mothers, the adults, quite long. Now that's just to camouflage from predators when they stand together. Then they look like one big animal to the predators. Während sich im Gebüsch der erste Elefant versteckt, vernehmen die hinteren Mitreisenden ein leises Zischen. Das kommt vom Reifen, wir haben den Platten. Tourführer Jason versucht uns schnell in Sicherheit zu bringen, damit wir den Jeep verlassen und er den Reifen wechseln kann. Tja, wir müssen jetzt gerade mal kurz aussteigen, weil es gibt gerade ein Problem mit dem Reifen. There's your nail. That's a big one. Don't get blocked. No. Don't get blocked. Wer achtet eigentlich gerade auf Elefanten oder auf irgendwelche wilden Tiere? Der Fremdkörper ist natürlichen Ursprungs und stammt von einem Stachelbaumgewächs. Da sind wir wohl eben unbemerkt drüber gefahren. Kein Wunder, bei den ausgeprägten geschobenen Sandpisten in diesem Reservat. Es ist schon ein komisches Gefühl, nun so ungeschützt auf dem Präsentierteller zu stehen. Aber anderweitig lässt sich das Problem wohl kaum beheben. Immerhin gehen die Arbeiten schnell vonstatten und wir können unseren Streifzug in Kürze fortsetzen. Wir fahren einige Minuten umher, ohne etwas Nennenswertes zu sehen. Aber dann erreichen wir einen kleinen Hotspot.
Zunächst ein Warzenschwein, dessen Gattung oft gern 60 bis 100 Kilogramm auf die Waage bringt. Ihre Sehfähigkeit ist nicht besonders ausgeprägt, weshalb sie zunächst keine Scheu vor Besuchern haben, aber dann doch sprunghaft die Flucht ergreifen können. In besonders hoher Anzahl fallen die Impalas auf, eine Antilopenart. Mit einer Schulterhöhe von 90 cm und einem Gewicht von 40 bis 65 Kilogramm zählen sie zu den Leichtgewichten der Savanne. Letztere beginnt die tiefergehende Sonne zudem in ein feierliches Licht zu tauchen. Wahrscheinlich sind es die Bilder, die wir so von Afrika im Kopf haben. Das Farbspektrum gepaart mit einer windigen Fahrt im Jeep durch den Busch. Doch speziell die Wasserlöcher sind es, die von Tieren aufgesucht werden. So sehen wir eine Gruppe Flusspferde. Ihr friedliches Siechtum im Wasser täuscht. Sie töten mehr Menschen als alle anderen großen Tiere in Afrika. We can't get out? No, sorry. Bei den folgenden Weggefährten bleibt man wohl besser auch im sicheren Fahrzeug sitzen. Wir hätten da zwei gemächlich schlendernde afrikanische Schwarzbüffel auf 12 Uhr voraus, die wohl selbst eine Art Safari unternehmen, nur eben in gemütlichem Tempo. Ungeachtet ziehen sie an einem südlichen Gelbschnabeltoko vorbei, der unser aller Treiben wohl lieber aus sicherer Distanz beobachtet. Okay guys, we can get out to stretch our legs for a bit. If anything does come to your vehicle, just call me and you get back on. You serving dinner, Jason? Yes. Cocktails? Yes. I'll have a tequila sunrise. Cocktails gehören nicht zum kleinen Überbrückungssnack, den uns Tourführer Jason serviert. Es ist aber eine angenehme Art, auf den finalen Sonnenuntergang zu warten. Mit fortschreitender Dunkelheit ändert sich nämlich das Aktivitätsverhalten der uns umgebenden Tierwelt. Doch wie spürt man die Buschbewohner am besten auf, wenn sie schon bei Tageslicht im Grauschleier der trockenen Vegetation untergehen? Hier kommt Suchscheinwerferlicht ins Spiel, das an der Netzhaut der Augen möglicher Wildbewohner reflektiert und uns den Weg weisen wird. Jason, what are you looking for? Eyeshine? Ja. Und Tatsache, wir haben Glück. Wir entdecken mit einer Gruppe Hyänen Afrikas Nachtjäger. Ihr Gebiss ist so kräftig, dass sie selbst stabile Knochen aufbrechen können. Und so reicht ihr Nahrungsspektrum von Insekten bis zum Elefanten. Am häufigsten erlegen sie jedoch größere Huftiere, wie verschiedene Antilopenarten oder Zebras. Jetzt ist es 19.41 Uhr. Ich bin gerade von der Safari wiedergekommen. Wahrscheinlich kann man mich die ganze Zeit nicht sehen. Ich ändere das jetzt mal. Ich muss mich mal gerade mit dem Smartphone beleuchten. Sonst sieht man gar nichts von mir. Wir haben hier auf dem Gelände schon den ganzen Tag keinen Strom. Ach, das trifft mich nicht unvorbereitet. Und zwar könnten die Akkus jetzt mittlerweile wieder ein bisschen voller sein. Aber ich habe schon vorneweg natürlich davon gelesen, dass es hier nicht immer Strom gibt. Jetzt gibt es aber wenigstens hier gleich erstmal Dinner, also ordentlich was zu essen. Die kochen hier wenigstens auch mit Gas. Und ja, auf jeden Fall ist das hier toll, unterm Sternenhimmel bei Kerzenlicht zu speisen. Sechs Uhr am Morgen. Man mag es kaum glauben, aber das wird nicht die letzte Aktion ganz früh sein, bei der ich so früh aufstehen muss. Ich möchte nämlich heute zum Krüger Nationalpark fahren. Und ich möchte nicht durch irgendein Einlassgate fahren, sondern ich möchte möglichst auch durch das Haupt-Paul-Krüger-Gate fahren. Kilometermäßig ist der wohl bekannteste Nationalpark Südafrikas nicht wirklich weit weg. Die Wegstrecke ist dennoch zeitintensiv. Man denke zum Beispiel an die 8 Kilometer lange Wellblechpiste vor der Haustür, für die ich schon allein wegen meiner übervorsichtigen Fahrweise des Mietwagens wegen eine halbe Stunde brauche. Oder an die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 Stundenkilometer im Nationalpark, zum Schutz der Tiere. Bei einer Ausdehnung von durchschnittlich 350 Kilometer Länge mal 54 Kilometer Breite wird sich die Strecke ziehen. Und dann sind da eben noch die Einlassgates, wobei ich mir von meinem Auserwählten wenigstens noch eine Ansicht der Paul-Krüger-Statue verspreche. Aber wir stehen ja noch ganz am Anfang. Das Küchenpersonal hat mir ein Lunchpaket vorbereitet, wie nett. Und so wird es in aller Frühe Zeit zum Aufbruch. Es geht los um 6.26 Uhr. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Ich hoffe, dass jetzt um 6.30 Uhr da vorne auch jemand
am Gate ist und mich hier rauslässt. Good morning. I'm happy to see somebody here letting me out. Well, thank you. Yeah, thank you. Okay, goodbye. Goodbye. Erneut führt mich die Wegstrecke durch Bushbuck Ridge hindurch. Viele Kinder laufen entlang den Straßenrändern zu Fuß in die Schule. Der Kontrast zum wohlhabend touristischen Ort der Lodge eben hierher erscheint mir enorm. Mir fällt auf, dass man doch recht schnell vergisst, welche teils dürftigen Lebensverhältnisse hier noch herrschen. Und ich werde sie für die 3 Nächte erneut vergessen, die ich nun im Nationalpark verbringen werde. Um 8.40 Uhr erreiche ich schließlich das Einlassgate des Paul Krüger Nationalparks, dem nächsten Highlight dieser Reise. Ich bin hier, glaube ich, noch nicht allein heute Morgen. And that must be Mr. Krüger himself. Paul Krüger stammte von deutschen Einwanderern ab. Daher verwenden wir im Deutschen heute noch einen Umlaut in seinem Nachnamen. Neben seiner Rolle als Politiker und Militärführer war er zeitlebens großer Naturliebhaber. Zum Schutz der einheimischen Tierwelt gründete er 1898 das Sebi-Naturschutzgebiet, aus dem sich später der Krüger Nationalpark entwickelte. Ein Glücksfall für die Tierwelt, die hier weitgehend in Sicherheit leben kann. Damit das so bleibt, werden einfahrende Fahrzeuge sogleich auf Schusswaffen hin geprüft. Ja, oh ja, sure. Hello, good morning. Good morning, how are you? Oh, fine, thank you. Can I check on the back, please? Yes. So, you mean the trunk? Yes. Yeah. Das nenne ich Abenteuer Afrika. Hier geht eben alles seine Ordnung. Eine letzte Frage vom Wachpersonal darf es aber dann doch noch sein. Hello, good morning. Driver's license only for me. Oh, only the driver's license, sure. Where are you from? Germany. Oh, no, it's fine. Thank you. Okay, thank you. Meine Landsleute scheinen hier als ehrliche Autofahrer bekannt zu sein. So denn wäre ich also drin und werde sogleich mit den Spielregeln vertraut gemacht. Neben der Geschwindigkeitsbegrenzung lautet die wohl wichtigste Regel. Bleiben Sie in Ihrem Fahrzeug und steigen Sie nur an den dafür gekennzeichneten Orten aus. Das befolgt man auch besser vor dem Hintergrund, was sich hier so alles im Busch tummeln kann. Und so wird die Fahrt bis zu meiner Nachtbleibe sich noch ein Weilchen ziehen. Man weiß ja nie, was man so alles am Wegesrand sehen wird. 10.14 Uhr am Morgen. Die erste Löwenmahlzeit habe ich bereits entdeckt. Enne, guck nicht so blöd. Kaum zu glauben, dass man auf so dünnen Beinen laufen kann. So, jetzt laufen wir noch mal gemächlich über die Straße. So wie ich hier gerade vor den Impalas stehe, trifft man gelegentlich auf eine Autotraube, die sich wegen irgendetwas im Busch am Wegesrand gebildet hat. Doch nicht immer ist unmittelbar ersichtlich, weswegen die Fahrer eigentlich angehalten haben. Ich sehe was, was ihr nicht seht, und das sind langsamer fahrende, rückwärts fahrende Autos. Das heißt, irgendetwas ist am Straßenrand. Die Frage ist bloß was. Irgendwas hat der Kollege da vorne gesehen. Ich sehe aber noch nichts, ehrlich gesagt. Na, vielleicht doch. Nur eben versteckt. Das große Horn auf der Nase lässt es mich als Rhinoceros erkennen. Und das nächste große Tier lässt auch schon nicht mehr lange auf sich warten. Ich habe gerade meine erste Giraffe entdeckt. Zebras sind ja langweilig. Man braucht auf jeden Fall richtig Brennweite. Absolut kein Vergleich zur künstlichen Haltung in Zoos. Die bis zu 5 Meter großen Tiere wirken förmlich majestätisch in ihrer ursprünglichen Umgebung. Dass hier Tod und Leben nahe beieinander liegen, erkennt man an den Aasfressern. Hier lebt der eine vom anderen. Größe spielt nicht zwangsweise eine Rolle, wirkt aber dennoch abschreckend. Nun fehlt eigentlich nur noch eine große Spezies. Oh, ein Elefant. Der erste Elefant, also gleich mehrere. Ich muss anhalten. Die anderen haben mir wieder den Weg gewiesen. Obwohl man nach kurzer Zeit schon fast selbst ein Gefühl dafür bekommt, an welcher Stelle sich die Tiere aufhalten. Wasserlöcher oder eben hier dieses Steinfeld scheinen für die Dickhäuter ideal. Von einer Brücke aus beobachtet, posiert die Gruppe seelenruhig auf Distanz, fast schon einem Stillleben gleichkommend.
Doch ihr Sozialverhalten ist sehr ausgeprägt, sind Elefanten doch als Herdentiere bekannt. Noch immer sind es 92 Kilometer bis zu meiner Übernachtungsgelegenheit hier im Park. Was war doch gleich der Grund meines frühen Aufbruchs? Einerseits die veranschlagten 6 Stunden Fahrt in einem Reiseführer und andererseits Stau inmitten vom Krügerpark um 11.43 Uhr. Diesmal ist es eine Gruppe Streifengnus, die uns mit ihrer Schulterhöhe von 1,40 Meter in die Kamera lächelt. Auffällig sind ihre dunklen Querstreifen, die ihnen im Deutschen auch den Namen verleihen. Mit ihren 270 Kilogramm Körpergewicht sollte man sich aber besser nicht anlegen und verbleibt wie angeordnet im Fahrzeug. Kurz vor dem Tagesziel gibt es aber dann doch mal einen Parkplatz, wo man den PKW, wohlgemerkt auf eigene Gefahr, verlassen kann. Ich habe jetzt hier gerade mal angehalten an einem Parkplatz, von wo aus man nochmal den Fluss oder das ausgetrocknete, so gut wie ausgetrocknete Flussbett sehen kann. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man hier das Auto verschließt, weil ich bin hier nicht allein. Sonst verwandelt die südliche Grünmeerkatze, eine Primatenart, das Auto wahrlich in eine Affenschaukel. So kurz vor dem Tagesziel verzichte ich auf Mitreisende, denn um 3:15 Uhr, also nach rund 8 Stunden und nur 286 Kilometer Tagespensum, erreiche ich das Olifants Camp. Irgendwo muss man ja übernachten. Dafür hat man über den gesamten Park verteilt Camps eingerichtet. Empfehlenswert ist es, nicht nur in einem zu übernachten, sondern gegebenenfalls auch einmal eines weiterzuziehen, um andere Parkareale näher kennenzulernen. Vorausgesetzt, man findet noch ein freies Zimmer. Nicht selten sind die Camps schon über Monate im Voraus gut belegt. Die Planungsphase für eine solche Reise sollte also möglichst früh beginnen. Und auch im Park sollte man die Uhr stets im Blick behalten. Die Camps öffnen und schließen ihre Tore zu festen Zeiten. Wer sich dann noch draußen im Park aufhält und erwischt wird, muss empfindliche Strafen zahlen. Wohl auch deshalb trifft man hier alle paar Kilometer auf eben diese Camps. Sie verfügen über eine Tankstelle, ein Restaurant und nicht zuletzt über entsprechende Bettenkapazität. Meist an einem Fluss oder besonderen Ort gelegen, sind sie individuell gestaltet. Für meine anvisierte Zeit bot sich das Olifants Camp an, weil zentral im Park gelegen. Der gleichnamige Fluss führt in der Trockenzeit nur wenig Wasser. Wohl aber fällt der Elektrozaun auf, um wilde Tiere abzuhalten. Einzig die Affen passieren ihn ungehindert. Sie schmeißen hier ohnehin gern mal eine Party, aber ohne menschlichen Zutuns. Auf Nahrungssuche nehmen sie Mülleimer auseinander und scheuen auch nicht davor, Küchenzeilen zu durchforsten. Nur gut, dass man wenigstens die Kühlschränke affensicher gestaltet hat. Ich muss schon sagen, das Olifants Camp ist doch durchaus sehr, sehr afrikanisch gestaltet. Muss ich sagen, gefällt mir relativ gut. Es liegt vor allem sehr, sehr abgelegen, hier so inmitten vom Nichts. Man fährt ja auch schon einige Zeit, um hierher zu kommen. Von hier aus werden auch Safaris angeboten. Und ich habe zwei gebucht, nämlich eine frühmorgens und eine spätabends. Wann geht's denn morgen früh eigentlich los zur ersten Safari hier vom Camp? Oh Gott. 5.15 Uhr am Morgen treffen wir uns. Ich stelle mir doch nicht ernsthaft auf einer Reise morgens um 4.50 Uhr den Wecker. Oh mein Gott, ich hab's doch getan. Aber irgendwas geht da draußen gerade noch. Irgendwelche komischen Grunzlaute kommen da an mein Ohr. Na dann, gute Nacht, ihr lieben Tiere. Nach einer relativ kurzen Nacht bin ich jetzt schon wieder einsatzbereit sozusagen, auf dem Weg wilde Tiere zu sehen für die morgendliche Sunrise-Safari. Draußen ist es noch komplett dunkel, um 5.15 Uhr treffen wir uns bereits hier vorne am Sammelplatz und um 5.30 Uhr soll es losgehen. Die ganze Aktion dauert bis 8 Uhr. So heißt es aufsatteln in aller Früh. Mit geschätzt 14 Grad ist es mächtig kühl. Zum Glück liegen Decken auf den Sitzen bereit.
Daran eingepackt, verlassen wir das Camp noch vor der offiziellen Öffnungszeit der Tore. Und da sind sie wieder, die Suchscheinwerfer. Unser Guide hat noch zwei Praktikanten dabei, die uns leuchten helfen. Ohnehin recht dünn besät die Tour heute Morgen. Außer mir nur ein junges Paar aus Italien. Wer steht auch freiwillig so früh auf? Ach ja, die Tierwelt. Unser erster Kandidat ist ein Rüsselträger zu unserer Rechten. Ein Schwergewicht, wie unser Tourführer ergänzt. The bulls can weigh up to 7 tons. That is 7000. The female can weigh up to 4 tons. That is 4000. Die höchste Anzahl stellen die Antilopen, die, zugegeben für mich, fast nichts Besonderes mehr sind. Yeah, you got lots of them, right? This is the only species I see here so far, I mean. Nach dem Affentheater ziehen wir weiter. Am Wegesrand immer wieder Tiere in guter Kameraposition. Durch den stetigen Fahrtwind bin allerdings nicht nur ich mittlerweile richtig durchgefroren. Habe ich etwa einen Vorteil der Selbstfahrer-Safari entdeckt? Heizung an und fertig? Viele Tiere hatte ich ja schon selbst bei meiner Anreise gesehen. Und obendrein befahren wir während der Morgensafari die gleichen Straßen. Eines kann die Self-Drive-Tour aber nicht ersetzen, das richtige Safari-Gefühl in den offen gestalteten Jeeps, mit der Natur auf Augenhöhe. Nicht zu vergessen die gelegentlichen Informationen des Park-Rangers. That's a good spot here. There is an elephant, some zebras and in the back giraffes. Neben den Großtieren ist zur frühen Stunde auch die Vogelwelt von Interesse. Hier zum Beispiel eine Gruppe Perlhühner. Doch während meine Kamera zu ihnen auf den Boden schwenkt, erschallen aus dem Gebüsch schon wieder die nächsten Laute. Ganz zu schweigen von den Nilgänsen, die sich gerne in Wassernähe aufhalten. Ihre schreienden Laute stören die Hippos keineswegs, die ihrerseits auch lieber im Wasser verweilen und meist nur zu später Stunde das Nass verlassen. Unterdessen ist es kurz vor 8 Uhr am Morgen und die Sunrise Safari nähert sich mit ein paar Hyänen am Wegesrand ihrem Ende. Viertel vor 9 ist es jetzt. Wir sind gerade wieder zurückgekommen. Wir waren sehr erfolgreich, muss ich sagen. Wir haben viele Tiere gesehen. Auf jeden Fall kann ich für die Morgensafari definitiv empfehlen, dicke Klamotten mitnehmen. Es ist schweinekalt auf Dauer. Man kühlt richtig aus. Frisch gestärkt sitze ich jetzt nun hier und lasse den Tag sozusagen Revue passieren. Eine Safari, die letzte, insgesamt drei habe ich ja eingeplant, steht uns aber noch aus, und zwar die Abendsafari. Die beginnt morgen Nachmittag, aber solange lasse ich euch hier natürlich im Film nicht warten, deswegen gucken wir uns die jetzt gleich als nächstes an. Also auf in die letzte Runde. Wie wir schon aus den Bildern gelernt haben, verläuft jede Safari anders. Und deshalb sollte man es auch nicht bei einer einzigen belassen. Eigentlich werden alle drei gleich spannend sein, wie ich des Abends befinden werde.
Allerdings wird der Guide der dritten Runde uns die besten Informationen zu Flora und Fauna liefern. When you look at the area, this time it's dry now, but it's becoming changing as it's a spring going to the summer. So we struggle. I can't talk about a lion because it's a long time. It's very, very quiet for the lion. So you know, but the sighting is just the like. It's just the like. Okay, what is your special interest? Birds. And? Lions, of course, yeah. Um es gleich vorwegzunehmen, Löwen wird mir Südafrika in diesem Film schuldig bleiben. Und so durchkämme ich ein letztes Mal den Busch. Neben bereits bekannten Artgenossen wird uns diese Safari aber noch ein paar neue Spezies zeigen. Normally we know these animals, they're active at night. Why they're active now? Because it's cool? Yeah, it's cool and it's overcast. Wie die folgenden Bilder erkennen lassen, beginnt es schon wieder zu dämmern und erneut wird es Zeit für das Scheinwerferlicht. Interessanterweise stört es die Tiere keineswegs, wenn sie plötzlich im künstlichen Lichtkegel stehen. Im Gegenteil, sie fressen munter weiter oder laufen einfach ruhig umher. Doch mancher Buschbewohner traut sich nur bei Dunkelheit aus seinem Versteck und bewegt sich überdies hüpfend umher. Besonders der weiche Boden in Ufernähe hat es diesen Kollegen hier angetan. Wer schon einmal Näheres über Zebras wissen wollte, sollte den folgenden Ausführungen zuhören. So, the zebras is fall under the host family. They have the bacteria helping them to digest food. Those bacteria, they give them a lot of gas. So if you have a lack of running behind them, you can hear them. They just releasing sound. They do release it. If you're running behind them. Yes. So when I look at the color of zebra, black, it's absorb heat, and white reflect. So which means those color, they can regulate the body temperature of the zebra. And other thing, they can play very important role as a camouflage. When you look at your fingerprints and your husband's fingerprints, it's different. So it's the same as the zebra's stripes. Each and every zebra, they have their unique stripes. So einzigartig die Maserung des Zebrafells, so einzigartig waren die Sichtungen dieser dritten Safari. Gegen 19.15 Uhr, mit dem Camp wieder in Sichtweite, haben wir aber nochmal Glück und erwischen einen Leoparden auf Nahrungssuche. Ein echter Glückstreffer, der für die ausbleibenden Löwen durchaus zu entschädigen vermag. Der erste sonnige Morgen im Krüger Nationalpark. Nur schade, dass ich diesen heute verlassen werde. Meine Zeit hier ist vorüber. Unglücklich war ich über die Wettersituation der vergangenen Tage nicht. Ich konnte den Park ohne jegliche Insekten besuchen. Auch vor dem Hintergrund, dass der Krügerpark endemisches Malaria-Gebiet ist. Nun denn erfolgt der Aufbruch in aller Früh um 6.50 Uhr. Noch schnell die Schlüssel loswerden und ich trete die heutige Tagesetappe mit 666 Kilometern an. Mit dem Ziel zu Afrikas Küste soll mir die Stadt Piet Retief am Abend als Zwischenstopp dienen. Bis dahin geht es in südlicher Richtung aus dem Nationalpark heraus, der noch einmal ein paar Tiere für mich in Stellung bringen wird.
kurz vor 12 am Mittag und es wird jetzt Zeit, den Krügerpark zu verlassen. Okay, dann fahre ich halt hier hin. Hi there. How are you there? So, you're leaving now? I'm going to leave, right. How was the stay? Oh yeah, beautiful, thank you. When can I see you again? I don't know, it's my first time in South Africa, so... Did you enjoy, eh? Yeah, absolutely. What is your country? Germany. How many hours by flight? About 10 hours from Frankfurt to Jersey. Okay. Yeah. Long way, eh? Yeah, absolutely. And now I'm heading back to the garden route to Cape Town, yeah. May I have a look at the back? Oh yeah, sure. South African bread, eh? Yeah. Nach der Rangerstation markiert die Crocodile Bridge, sie überspannt gleichnamigen Fluss, das südliche Ende des Parks. Zurückblickend ist der Krüger Nationalpark definitiv ein Highlight Südafrikas. Schließlich wirken die großen Tiere nirgends so natürlich wie hier in ihrer ursprünglichen Umgebung. Speziell Flusspferde werden beim nächsten Ziel nochmals eine Rolle spielen. Und endlich darf ich auch das Gaspedal mal wieder tiefer treten. Es geht auf Strecke. So, wir erreichen jetzt die große Hauptstraße N4. Links geht's nach Maputo. Das ist schon Mosambik und auch gar nicht so weit weg von hier. Aber da fahren wir natürlich nicht hin. Wir wollen ja nach Süden. Ist das nicht faszinierend? Ländernamen, die man sonst nur beim Streifzug auf der Weltkarte gerade so zu kennen weiß. Und nun so nah, dass man mit dem Auto dorthin fahren könnte. So einfach wie eine Fahrt von Hamburg nach Berlin. Der Mietwagenverleiher erlaubt Grenzübertritte in viele Nachbarstaaten. Das ist nicht in allen Teilen der Welt der Fall. Kurz nach 7 Uhr am Morgen in der African Flair Lodge. Um 7.30 Uhr soll ich gleich Frühstück bekommen, hier aufs Zimmer, und dann kann ich den Tag mal ganz in Ruhe starten. Das Ganze heute kann ich im Übrigen auch relativ entspannt angehen, weil meine heutige Tagesration bis St. Lucia beträgt nämlich nur ganz knappe 300 Kilometer. Nach dem gestrigen Transittag finde ich mich in einer grünen Landschaft wieder, die Südafrikas Wandlungsfähigkeit unter Beweis stellt. Große Areale mit Nadelwald werden forstwirtschaftlich genutzt. Dennoch alles sehr ländlich hier. Die Umgebung weist einige Bauernhöfe auf und inmitten darin das auf afrikanisch getrimmte Anwesen vergangener Nacht. Große Metallstangen ragen meterhoch in den Himmel. Sie dienen als Blitzableiter. Die Strohbedachung würde im Falle eines Blitzeinschlages unmittelbar Feuer fangen. Doch so turbulent ist allenfalls das Hungergefühl. Aber eine Lodge-Bedienstete ist mit den passenden Utensilien schon auf dem Weg. Uiuiui. Ja, ich bin ja sowieso derjenige, der sehr gerne frühstückt. Von daher, das Mittagessen kann eigentlich ausfallen, aber das hier, das ist, so kann der Tag auf jeden Fall gut beginnen. Wie ich in diesem Film schon eingangs erwähnte, jeden Morgen das Gleiche, wenn auch hier besonders nett angerichtet. Ähnlich gelöst ist die Zugangsbeschränkung zum Grundstück. Ein Handsender gibt den Weg zu den heutigen Tageszielen frei. Ich muss jetzt erstmal das Tor öffnen, weil das ist ja hier alles abgerammelt und verriegelt. So. Der Isimangaliso-Nationalpark, zugleich Weltnaturerbe seit 1999. Nach 2 Tagen der Reise habe ich meinen Weg zur Küste Südafrikas gefunden. Die für Besucher interessanten Spots liegen nun mal nicht alle auf einer Ecke. Ausgedehnte Feuchtgebiete erstrecken sich hier von Mapelane im Süden bis hinauf zur Sotwana-Bucht im Norden. Man trifft nicht nur auf die größten Krokodil- und Flusspferdbestände Südafrikas, sondern auch auf eine sichere Touristengegend. Unmittelbar am Park liegt die Kleinstadt St. Lucia.
Hier kann man abends getrost das Auto am Gästehaus stehen lassen und zu Fuß die Hauptstraße erkunden. Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants bieten Gelegenheit dazu. Wesentlich mehr als 10 Minuten ist man ohnehin nicht unterwegs, da sich die Ortschaft nur auf wenige Straßenzüge beschränkt. Durch den direkten Kontakt der Gästehäuser zu den lokalen Reiseveranstaltern ist es ein leichtes, eine Bootstour in den nahegelegenen Wetlands zu buchen. Das ist auch mein Anliegen für den Spätnachmittag, um insbesondere den zahlreichen Hippos mal etwas näher zu kommen. Groß genug ist ihr Lebensraum allemal, erstreckt sich der St. Lucia See auf einer Länge von 40 Kilometern Breite und 21 Kilometern Länge. Das Klima ist subtropisch, womit sich die Temperaturpalette auf dieser Reise in allen Facetten komplettiert. So, hinter mir nimmt das Spektakel jetzt so ganz langsam seinen Lauf. Der Bootsanleger füllt sich so langsam mit ganz vielen Leuten und auch nicht wenigen Safari- und Reisebussen. Und das in der schönsten Nachmittagssonne, die sich gleich zur Abendsonne mit hoffentlich einigen Hippos wandeln wird. Hey, good afternoon, gentlemen. Welcome to the lake. We will be traveling approximately 10 kilometers. As we go along, I'll try to identify anything we see, tell you a little bit about the lake. I can see a hippo from here. If the front of the boat's 12, then sort of in the direction of 11, there's a hippo popping up and down, about 150 meters. Wir müssen nicht lange warten, bis wir die ersten Flusspferde zu sehen bekommen. Unvermittelt tauchen sie aus dem Wasser auf, schauen drein daher und tauchen dann wieder ab. Dass die Tiere das Nass lieben, haben wir ja schon während der Safaris kennengelernt. Hier ist ihre Stückzahl jedoch besonders hoch. Die ganze Zeit im Wasser bleiben sie dabei nicht. Meist tagsüber, so viel beobachtet man. In den Abend- und Nachtstunden ziehen die Hippos aber nicht selten durch die naheliegende Kleinstadt. So besuchen sich die Spezies Mensch und Flusspferd gegenseitig. Wir dringen in Form einer Bootstour in ihren Lebensraum ein, sie laufen durch die Gärten der Anwohner. Doch das Naturparadies der Wetlands hat noch weitaus mehr zu bieten. Selbstredend lieben auch Krokodile die feuchten Ufergebiete. Und auch die Vogelwelt fasziniert gleichermaßen. Etwa eine Stunde flussaufwärts sind wir unterwegs, als wir eine Breeding Site erreichen, wie der Bootsführer es nennt. Wahrlich eine Art Brutplatz. Wir sehen uns gleich einer ganzen Gruppe an Flusspferden gegenüber. Dösend und grunzend im Wasser liegend, markieren sie den Wendepunkt der Exkursion. So hat sich diese Bootstour wohl nicht nur für mich, sondern auch für den Zuschauer gelohnt. In Sachen Tiere sind wir in diesem Film aber noch lange nicht am Ende. Nur die tiefergehende Sonne deutet an, dass das Tagesprogramm fürs Erste abgespult ist. So, jetzt ist es 18 Uhr. Nach 2 Stunden, die Hippo-Tour ist zu Ende. Wir haben ja nur wirklich genug davon gesehen und ich glaube, es ist jetzt langsam Zeit, wieder sich in eine Bleibe zurückzuziehen für die Nacht. Natürlich werden jetzt auch gleich die Tore geschlossen, aber nicht nur unbedingt auch wegen der Sicherheitslage, aber vor allem auch deswegen, weil hier in St. Lucia auch durchaus mal abends Hippos über die Straßen ziehen können. Und man mag es kaum glauben, das Hippo allgemein ist Südafrikas gefährlichstes Tier. Bis zu 2000 Menschen fallen den Tieren jährlich in diesem Land zum Opfer. Das nächste Ziel liegt 1100 Kilometer entfernt. Vorbei an Durban und südlich des Lesotho führt die Wegstrecke durch einen eher ärmlichen und dünn besiedelten Landstrich, die Transkei. Nicht wenige wählen deshalb eine 4-stündige Flugverbindung. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich gewisse Strecken auch gerne einmal abfahre, um einen optischen Eindruck von der Landschaft zu gewinnen. Und so sehen wir im Folgenden, wie sich die Strecke von der tropisch geprägten Umgebung hin zu dem braunen, hügeligen Terrain des Hochlands wandeln wird.
Bei Port Sheepstone verzweigte die Nationalstraße von der Küste ins Landesinnere und gewann mächtig an Höhenmeter. Es sind die Ausläufer der Drakensberge mit ihren Gipfelhöhen von bis zu 3000 Meter, welche die Landschaft auch hier noch mitprägen. Zusehends gerade Straßenabschnitte der Küste sind somit dem nun langen, kurvenreichen Teilstück bis East London gewichen. Es ist ein sehr ländlich geprägtes Gebiet, dazu wenig fruchtbar, das die Einheimischen jenseits des Kai nennen, jenem Fluss an der Südgrenze der namensgebenden Transkei. 1963 als Homeland mit Selbstverwaltungsstatus ausgewiesen, wurde sie 1976 innerhalb der Apartheidspolitik in eine formal staatliche Unabhängigkeit überführt. Mit dem Ende der Rassentrennungspolitik und den ersten allgemeinen Parlamentswahlen in Südafrika Ende April 1994 wurde die Transkei wieder Teil der Republik Südafrika. Das Lohnniveau hat sich indes wenig verändert. Die Menschen führen ein Leben in Bescheidenheit. Nur in den wenigen größeren Ortschaften trifft man auf vergleichbar westliche Lebensverhältnisse. So durchfahre ich Kumbu, das bereits seit 1876 existiert. Dass es hier eher abenteuerlich zugeht, ist bei diesen Bildern schon auf den ersten Blick ersichtlich. Viele Menschen sind auf den Straßen unterwegs. Statistisch beträgt der Anteil der Schwarzafrikaner hier 98,8% und die Anzahl Weißhäutiger ist mit 0,1% verschwindend gering. Ähnlich gestaltet sich das Bild im ca. 61 Kilometer entfernten Mthetha, wo ich hinter verschlossenen Toren die Nacht verbringe, die morgendlichen Sonnenstrahlen aber dennoch die Vergitterung der Fenster durchdringen. Doch irgendwann ist die längste Transitstrecke einer Reise einmal abgerissen. Ich bin vor den Toren des Addo Elephant National Parks angekommen und beziehe das nächste Quartier. Bei dem überaus freundlichen Empfang und den vielen Informationen fehlen mir nach den ärmlichen Landstrichen förmlich die Worte. Okay, hello. Hallo. Welcome. I've got it as two people on this. Okay. Yeah. So you expected a whole family? Yes. Okay. I hope I'm not too early with my check-in today. No, you're not the first one. Okay, me. Good. Good. I had people this morning at 9:30 already. Oh. So you're not early. That's quite early. I was still busy with breakfast. Yeah. Na, so lasse ich mir doch Afrika gefallen, oder? 14 Uhr am Nachmittag, 550 Kilometer in etwa schon heute hinter mich gebracht. Ich glaube, ihr habt mittlerweile schon mitbekommen, dass dies nicht nur ein Film über die typischen Sehenswürdigkeiten, große Tiere und dergleichen ist und natürlich auch viel Strecke dazwischen, weil das Land ist relativ groß, sondern natürlich auch über die Gastfreundschaft, die sich insbesondere in den unterschiedlichsten und individuellsten Übernachtungsmöglichkeiten hier in diesem Land widerspiegelt.